Brille ist die Abkürzung für Virtual Reality. Bedeutet, man kann in eine andere Atmosphäre, eine andere Welt eintauchen mit einer wirklichen Brille, wie wir das auch eben bei den Bildern gesehen haben. Ich sage immer, es wirkt ein bisschen wie eine überdimensionierte Taucherbrille, ohne dass man durchschauen kann. Und durch diese Brille hat man quasi einen ganz nahen Fernseh-3D-Effekt. Also man ist in einer dreidimensionalen Welt. Beim Einsatz der VR-Brille ist es besonders wichtig, dass wir den biografischen Hintergrund unserer Bewohner und Bewohnerinnen kennen, weil wir natürlich auch wissen wollen, wohin soll diese sogenannte Reise gehen. War ein Bewohner früher gerne im Wald spazieren, dann bieten wir natürlich die Waldreise an. Wenn wir wissen, er ist an einem Fluss groß geworden, dann bieten wir ihm einen Bachlauf an oder Ähnliches einfach. Zum einen eine Welt der Entspannung, das heißt, der Bewohner kann ans Meer reisen, an den Fluss reisen und hört dabei eine Stimme, die ihm entspannende Elemente vorspricht. Zum Beispiel Atemübungen, atmen Sie tief ein, atmen Sie aus, sammeln Sie Ihre Gedanken an einem Punkt. Aber wir haben auch Märchen auf unserer Brille, die wir den Bewohnern vorspielen können. Das sind 4 verschiedene Arten, wobei wir uns natürlich orientieren, was mag der Bewohner besonders oder was braucht er gerade. Die VR-Brille kann zum Beispiel Bewohner, die demenzerkrankt sind, ganz toll abholen. Wenn wir Bewohner haben, die früher gerne Zug gefahren sind, können wir ihnen tatsächlich einen reellen Film vorspielen, der die Bewohner in diese Lage versetzt, wie es damals war. Ne? Dann sitzt zum Beispiel ein Herr an seinem Tisch, an einem Bus oder an einem Zug und schaut aus dem Fenster, wenn er es früher gerne getan hat. Kann er das durch die VR-Brille, kann man ihm das ermöglichen.